Die Agenturen sind von den EU-Institutionen rechtlich getrennt. Sie wurden eingerichtet, um bestimmte Aufgaben im Rahmen des EU-Rechts wahrzunehmen. Die ersten Agenturen wurden in den 70er Jahren gegründet, aber die meisten begannen ihre Tätigkeit im 1994 auf Beschluss des Europäischen Rates. Derzeit gibt es 46 Agenturen, die den Status von Agenturen der Europäischen Gemeinschaft haben. Diese Agenturen können auch andere Namen haben, zum Beispiel Zentrum, Stiftung, Service, Beobachtungsstelle. Man kann 5 Arten von Agenturen unterscheiden. Das sind dezentrale Agenturen, Agenturen für die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Exekutivagenturen, Euratom-Agenturen und Einrichtungen, sonstige Stellen. Dezentrale Agenturen tragen zur Umsetzung der politischen Maßnahmen der EU bei. Sie fördern die Zusammenarbeit zwischen der EU und den nationalen Behörden, indem sie das in den EU-Institutionen vorhandene Fach- und Expertenwissen bündeln. Dezentrale Agenturen werden auf unbestimmte Zeit eingerichtet und sind über die gesamte EU verteilt. Im Rahmen der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union wurden Agenturen gegründet, die zum gemeinsamen Aufbau militärischer Fähigkeit der EU beitragen sollen. Sie achten darauf, dass die Ausrüstung nationaler Armeen künftig zur gemeinsamen vernetzten Operation Führung fähig sind. Ein Beispiel für solche Agenturen ist Europol. Das ist der Polizeidienst der Europäischen Union mit Sitz in Den Haag. Die Hauptaufgaben des Dienstes sind die Koordinierung der Arbeit der nationalen Dienste im Kampf gegen die internationale organisierte Kriminalität. Exekutive Agenturen werden von der Europäischen Kommission für eine begrenzte Zeit zur Wahrnehmung spezifischer Aufgaben im Zusammenhang mit EU-Programmen eingerichtet. Euratom-Agenturen und Einrichtungen wurden geschaffen, um die Verwirklichung der Ziele des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft zu fördern. Das sind Koordinierung der nationalen Kernforschungsprogramme für friedliche Zwecke. Die wichtigste Aufgabe der Euratom-Agenturen ist die Bereitstellung von Wissen, Infrastrukturen und Finanzmitteln für Kernenergiezwecke ausreichender und sicherer Kernenergieversorgung. Wie sonstigen Organisationen der EU wurde im Rahmen von EU-Programmen geschaffen. Zum Beispiel Europäische Agentur für Wiederaufbau, Europäische Agentur für Lebensmittelsicherheit, Europäisches Zentrum für Krankheitsprävention und Kontrolle und andere.